scheduled for one fall. Coming down the line from Leipzig, Germany, weighing in at 244 pounds, Jack Ironman Brooks. Nicht zu Hause, in der Schule oder sonst wo nachmachen. WWE 2K23. Ja, natürlich nur ein Jahr zu spät. Moment, ich muss erstmal die Musik ausmachen. Hier Urheberrecht, Gebumse und so. So, ja. Ein Wrestling-Spiel. Ja, ich kenne ja noch damals die ganz alten auf Mega Drive, ne, Royal Rumble und so, diese ganzen Geschichten. Ne. Ich selber habe seit meinem 12. Lebensjahr Wrestling gemacht, ne, angefangen WWF zu gucken damals, ne, und hab dann eine Schul-AG oder Sport-AG in der Schule gegründet, so mit 13, 14. Ja, da durfte man dann halt jeden Freitagabend uns in die Sporthalle verflüchtigen und da halt uns wrestlingmäßig ein bisschen aufs Maul hauen. Ja, und wir waren auch Ende der 90er, waren wir bei einer WWF, jetzt heißt es ja WWE, damals WWF, WWF-Veranstaltung. Mit Fan-Treffen vorher durch den WWF-Fanclub, ne, da durften wir da halt auch mal ein bisschen selber kämpfen, ne, in den Ruhrrockhallen hieß das. Und dann ging es rüber in die Westfalenhalle, ja, und da hat man natürlich auch immer beste Plätze, ne, ganz oben. Solche kleinen Wrestler, die waren ja kleiner als meine Wrestling-Puppies, die ich da hatte hier, ne. Mauspad genommen, Wrestling-Figuren und bam, 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 ne. Immer so auf dem Mauspad und der alte Schuhkarton, das hat sich auch richtig angehört wie Ring und so, ja. Und wir haben auch immer Interviews gemacht, wir hatten auch Auftritte gehabt, hier Stadtfeste und sowas, ne. Konsumfest und so, Sportfest, 40 Jahre Zentralstadion und sowas, ne. Ach, wir haben regelmäßig auch Ringe kaputt gemacht vom Boxring Atlas. Shane, ja, die haben mit uns zusammengearbeitet damals. Weil wir hatten ja keinen Wrestling-Ring, ne? Die Wrestling-Ringe sind ja extra gefedert, ne? Und wir mussten halt auf diesen Boxring ausweichen. Ja, schön. Da merkt man jeden Knochen einzeln, ne? Aber das war so scheißegal, ne? Oben aufs oberste Ringseil, Elbow-Drop runter, scheißegal, ne? Wir konnten danach 2 Wochen nicht schlöfen, was soll's? Und was ich auch geil fand, wir hatten ja damals auch viele Leute da gehabt, die alle mehr oder weniger verschiedene Sportarten machten, ne? Boxen, Taekwondo, Karate, Ringen, Judo, ne? Und Wrestling ist ja im Grunde genommen eine Mischung aus dem ganzen Bums. Aber beim Wrestling ist es ja auch so, 90% dieser Aktionen, die da halt gemacht werden, kannst du ohne Mithilfe des Gegners gar nicht machen, ne? Das ist physikalisch einfach nicht möglich, ne? Viele Haltegriffe kommen aus dem Militär, ne? Aber hier so einen Legdrop zum Beispiel zu machen oder jemanden in den Figure 4 Leglock zu nehmen, ohne dass der sich wehrt. Bisschen schwer. Also hier brauchen wir schon die Mithilfe des Gegners. So. Ja, also ich habe ja schon die 2019er Version gehabt. Das hier ist grafisch, ja, es ist okay, ja, ja. Aber die Wrestling-Aktion hat man viel besser gemacht, viel einfacher, auch das Pin-System, viel intuitiver, ne, mit dem Stick einfach nach unten gehen, da will man dann halt pinnen zum Beispiel, Stick nach oben heißt, man will sich selber aus dem Pin befreien, sehr geil. Also an der Steuerung hat man wirklich viel gearbeitet. So, ja, also du kannst ja alles einstellen, ne, von der Größe, Gewicht, ist Face, das sieht jetzt hier natürlich alles ein bisschen vernichtet aus, ne, hier kannst du verschiedene. Ja, meiner hat natürlich weiße Kontaktlinsen. So, was auch wird sehr detailliert gemacht ist, ist die Klamotte. Ne? Für den Einzug zum Beispiel, das hier ist ja die Ringkleidung, aber du kannst dir zum Beispiel auch für den Einzug, das wollte ich das sowieso immer machen, Kleidung dir aussuchen. Aber warte mal. Ah nee, warte. Teile importieren, warte mal. Genau, es müsste doch eigentlich gehen hier, ne? Oder? Ja, das will ich ja gerade machen. Erstell die Kleidung. Genau. Da hat er dann nämlich das an, glaube ich. Genau, die Outfits. Das Outfit sollte er schon anhaben. Alles.
Stiefel und Schuhe. Aber was du dir aussuchen kannst, das ist schon Wahnsinn. Aber es geht ja hier nur um die Show, ne? Du musst da hier auch entsprechend rüberkommen, ne? Wir nehmen Mantel. Ich bin früher auch immer, nicht immer, aber manchmal so im Winter und so, da bin ich auch immer mit dem Mantel rein. Das ist ein bisschen, ja, komm, nehmen wir das. Und du kannst das Material dir aussuchen, ne? Matt, Vinyl, metallisch, Gummi, perlweiß. Oh ne, auf. Wir nehmen ein schönes Stöffchen. So, dann haben wir zum Beispiel das dritte Material. Ne, die Applikation, kann man sich auch noch alles aussuchen. Ah, da kann man sich alleine schon Stunden damit verbringen, ne? Genau. So, jetzt haben wir das Material. Jetzt kann man natürlich noch die Farbe sich aussuchen. Ne? Rot-Schwarz, ne? Die Farbkombi geht immer. Ne? So richtig schön, nein, schön gefährlich und was weiß ich. So, jetzt, so, das reicht. Ja, Bilder kann man noch machen. Verschiedene Designs. Ja, da dann so ein kleines Bildchen da oben drauf, ne? Also, ein Haufen Shishi, ne? Du kannst dich da drin richtig verlieren, aber das lassen wir jetzt erst mal weg. Aufnähen, ja, das ist ungefähr dasselbe. So, Ellbogenschoner und sowas brauchen wir nicht. Das sieht man ja nicht, wenn der den Mantel anhat. Ich werde ihm auch demnächst mal eine längere Hose anziehen, ne? Ich bin ja auch nicht mit solchen Bumpern rumgelaufen. So, also Ringeinzug und Ringkleidung. Wunderbar, da hätten wir das. Mal gucken, ob es dann auch geklappt. So, persönliche Information. Ja, ob das Publikum dich anfeuert oder ausbuht. Persönlichkeitszüge, da kannst du das ja komplett alles einstellen. Von egoistisch auf stolz, respektlos, respektvoll, feige, kühn, ja, aggressiv oder diszipliniert. Na gut, ich bin vielleicht ein bisschen zu respektvoll. In der Realität wäre es wahrscheinlich ein bisschen... Ne, Respekt muss man sich verdienen. Das kommt ja hier nur nicht auf der Schnecke angeschwommen und so. Hä? So. Herkunft. Ja, Leid schatten sie nicht. Also musste ich Berlin nehmen. Deutschland, hier. München, Köln, Hamburg, Frankfurt, Dresden, Berlin. Und mehr kennt die WWE anscheinend nicht. Ne? Das sind alle Städte, die wir haben. So, erstellte Bilder habe ich nicht. Fanschilder, Seitenplatten... Ich glaube, das hat was mit dem Titel zu tun. Performance. Ja, das hat was damit zu tun, wie man reinkommt, ne? Wie man sich beim Sieg verhält. Ne, da kann man sich ein bisschen was aussuchen. Aber das sieht jetzt ein bisschen wenig aus. So der Finisher. Obwohl ich den eigentlich, ich hatte eigentlich was anderes gehabt. Da kann man sich hier Attribute aussuchen. Ich hatte jetzt hier das. Widerstand, entkomme ich spielen leicht aus einem Pin, einem Aufgabemove oder einem Elimination Match. Halte während des Minispiels RT und drücke Y, um zu entkommen. Schlagring kann man auch heimlich einstecken. Wir hatten auch damals beim Training, das heute sage ich natürlich, dass es ein bisschen komisch war, ne? Wir hatten damals auch diese First Blood Matches, ne? Sollte man natürlich nicht machen. Ich kann mich daran erinnern, ich glaube, damals hat Roddy Piper gegen Goldust gekämpft, ne? Und die haben sich dann richtig auf der Straße aufs Maul gehauen. Da hast du richtig gemerkt, die hauen sich da richtig auf die Fresse, ne? Das war ja nicht nur abgebremst, sondern es war richtig, das hast du richtig klatschen hören, richtig, so mit der Faust. Man haut sich beim Wrestling nicht so mit der Faust, sondern man haut sich ja so und stampft dabei mit dem Fuß auf, um da die Power ein bisschen rauszunehmen, ne? Aber du merkst das natürlich, wenn du dann jemanden schlägst, ne? Würde das jetzt gerne mal, ich könnte das mal, ach nee, ich demonstriere das jetzt nicht. Ich muss die Kamera drum stellen, nee. Ja, First Blood Matches, das war ja eigentlich ganz übel. Ich hatte da eine Rasierklinge, ne? Das hatten die Wrestler damals auch. Und dann, die haben sie irgendwo am Körper und dann liegen die halt unten oder kriegen vom Schiedsrichter, also vom Ringrichter, die Rasierklinge, ne, wenn die sich so zum Beispiel, wenn die da so am Boden alle rumkrauchen, ne, und einer hat den anderen gerade im Haltegriff. Normalerweise werden die Haltegriffe auch benutzt, um sich untereinander abzusprechen. Ne. Normalerweise macht man das vor dem Kampf, aber manche machen das auch während des Kampfes, manche vergessen dann vielleicht auch die Choreografie, keine Ahnung. Haben wir aber auch so gemacht. Und dann hat man sich halt mit der was ich hier so, und dann hat man sich ja halt mit der Rasierklinge so am Auge ein bisschen rumgekratzt, ne, und dann hat das natürlich übelst gesuppt, weil der Bereich ja extrem von vielen Nerven durchzogen ist und auch schnell blutet. Aber
wie sie es dort auch immer sagen, nicht nachmachen, denn es kann unter Umständen vorkommen, wie gesagt, hier ist, das sind alles sehr empfindliche Ecken hier, es kann nur vorkommen, dass man da wirklich einen Nerv trifft und dass man dann hier gelähmt ist, ne? Deswegen wird das beim Wrestling heute auch bei seriösen Wrestling-Anbietern, Veranstaltern auch gar nicht mehr gemacht, ne? Passiert natürlich immer noch, dass du Blut ist, aber dann ist es halt auch richtig, ne? Also das passiert halt immer mal. So, wie gesagt, das war damals eine ganz dumme Aktion, aber deswegen, ich habe es auch den anderen verboten, ich habe es halt nur selber gemacht, ne? Weil ich war ja da der Trainer, der Übungsleiter, und deswegen habe ich das den Scheiß dann gemacht, weil ich ein bisschen doof bin, ne? Ein doofer Übungsleiter, aber damals hat man das halt auch so gemacht, ne? Ja, dann hat man hier die verschiedenen Kampfstile, Schläger, Techniker, Highflyer, Kraftpaket, ne? Da haben sie alle natürlich dann verschiedene Stärken und Schwächen, ne? So, Kaffee ist am Start. Ah, da muss ich ja gleich mal dran denken, wie ich ja Ende der 90er, wir waren so 14, 15, da sind wir alleine nach Dortmund gefahren. Wir haben wochenlang unsere Eltern bekniet, dass wir dort zu einem WWF gedöns dürfen, ne? Und da habe ich gesagt, hier, meine Eltern wollten nicht glauben, dass man für 30 Mark damals mit dem Zug fahren kann bis nach Dortmund. Konnte man, ne? Das Wochenendticket und du konntest sogar 3 Leute mitnehmen, ne? Utopisch heute, oder? Und damals wurde die Bahn noch pünktlicher, das möchte man gar nicht mehr. 9 Stunden, nur Regionalzüge, hä? Bis nach Kassel und hast nicht gesehen, wir sind quer durch Deutschland gefahren. Aber wir waren am Ende da, alleine. Also 3 Fenster insgesamt, ne? So. Jetzt muss ich aber die Mucke dann wieder anmachen, sonst ist es ja überhaupt gar nicht mehr so prall. Du kannst ja hier deinen Einzug planen und alles, ne? Feuerwerk und hast du nicht gesehen. Ich komme da mit nicht so 100% zurecht. Das ist der Einzug, den ich derzeit habe. So, das ist das. Siehst du, wir haben den Mantel angezogen. Und da kennt oben einen Namen. Wichtig. Ach, die Musik hab ich ja aus. Na gut, okay, scheiße. Also hier kannst du wirklich die Einzugsmusik, Bildschirm einstellen. Zweite Musik. Filmanzeige. Weiß nicht, ob ich hier irgendwie reinkomme. Optionsmenü. Ja, das Moveset. Also hier kannst du ja wirklich hunderte von Aktionen zusammenstellen. Ne? So. Ich habe jetzt so mal versucht, das zu machen, also so einzustellen, wie ich früher immer das gemacht habe, die Aktion. So, hier wird dann auch gezeigt, was du drücken musst, um das auszulösen. Knee Drop. Ja, hier sieht man ja, ne, was man hier alles machen kann. Sharpshooter habe ich natürlich auch drin. Darf nicht fehlen. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich die Musik auch schon wieder reinkriege. So, jetzt muss ich die Musik anmachen. Ja, gegebenenfalls muss ich es rauscutten, der nützt ja nicht. So, das ist ein bisschen Gepöbel. Ja, dann machen wir mal einen Kampf, wa? Autolautstärke. Oh ja, wir können upgraden. Schlagen. Ja, Verteidigung, Widerstand machen wir mal. Und das war's, mehr können wir nicht. Ja. Okay. You wanted to talk, right? What's up? I've been thinking back on my own career lately, and I realized a lot of my success can be credited to the factions I was a part of. Aktionsmenü, Social Media. The Rock macht wieder Werbung. Ich verspreche euch, mein Match wird deutlich besser als das Gegurke, das Jack euch präsentiert hat. So gemein. Was haben wir hier? Jack gegen Mike The Miz in ihrem French Rules Match angesehen. Da kam eine Idee. Andre The Giant hat gerade gepostet, dass er deine winzigen Beine als... Ich hätte mich auch gefragt, wieso hat er gerade gepostet? Ist er nicht irgendwie schon seit sehr langer Zeit schon tot? Egal. Gute Idee. Große Träume.
Ey, muss ich jetzt gegen André the Giant antreten? Das ist ja übel. Ich habe mich nur 1,87 groß gemacht. Und wie groß ist der Typ? 2,15 oder so? 2,20? 2,20 irgendwie sowas. Oder doch größer. Cage Match. Ups. It's the future of WWE. The Lock. Auch mit so Grissel. Ja? Ist halt ein Classic Match. Ganz alt. Making his way to the ring from Berlin, Germany, weighing in at 244 pounds, the WWE Intercontinental Champion, Iron Man Jack Brooks. And guys, this looks to be a match with major implications here in WWE. Could change the entire landscape here. Ich will ein bisschen einen düsteren Einmarsch haben, aber es kann ich alles noch machen. Es ist alles noch hier noch Testgelände. Aber da sieht man nicht, dieses Gekrissel im das Bild, das ist absichtlich ja so gemacht. Ne? Soll halt so ein bisschen oldschool jetzt aussehen. Weil wir jetzt gegen einen Wrestler antreten, der ja schon lange tot ist. Ne? So Classic Match und so. Sieht man auch am alten WWF-Logo. Häufig Match. Superstar in the history of sports entertainment. From Grenoble, France, weighing in at 520 pounds, the eighth wonder of the world, André the Giant. There is only one André the Giant. Yeah, a man whose supremacy is unmatched, and a man who helped build WWE. A tower of a man, but the epitome of evil and destruction. André can do whatever he wants, whenever he wants. Not your normal opponent, André the Giant. I have no idea how you would go to battle with this guy. Jetzt kommen so die damals in der Zeit schon Musik hatten, Einmarschmusik. SummerSlam 88. Whoop, whoop. Boy, do we have a gigantic match for you tonight. It's the Intercontinental Champion against the incomparable André the Giant in a French rules cage match. A gigantic André the Giant match. Come on, we're in a dream. Think outside the cage. Wait, we're in a dream? That means I can finally get you to help me, Corey. It's a dream, not a nightmare, Saxton. Vicious right forearm. Oh, did you hear that? Oops. Oh, that didn't go as locked design. Headbutt to the back of the neck. Ooh. Ah, knee lift. Making the climb up the cage. Here he goes. Feels like it's opportune time to get out of here. Bang! Oh, no. Boom. This is not going to end well. Powerbomb. Oh, no. He comes off the cage and lands right back in the ring. Yeah, he's going to have to try something else now. Oh, one step ahead with the suplex. This looks good. He went right into that turnbuckle. Wicked clothesline. That one's proving hard to keep up with. Oh man, right to the arm. Hyperextend your elbow. And André expected that. Open the door, ref. Open it up. This is very interesting. Come on, we don't have all day. Oh, you're the man. He's got it open. And look here, he's making the
his way up the cage. Nein. Oh, man. Right after the neck. Neckbreaker. Big drop of the leg. Das ist benommen. Stomping. Ouch. Oh, Andre counters. Punch right in the head. Going to let him make a mockery of things. Knee just being torn apart now. You can't take much more of this. Maybe just stay down, man. You've done enough. Right about now, Andre needs all of that power that he used to crush opponents all over the world. Ooh. He knew that was coming. Just one step ahead. Vicious right forearm. Sharp jab. Series of strikes to the back. Box handle. Oof. The Giants in real danger now. For the cage door, no shame in taking the easy way. Ja, da hängt. The door is wide open. Oh, vielleicht mit den Nippen. He is about to make his successful escape. Here he goes, working his way up the side of the cage. And that's all she wrote. Was war das? Here is your winner, Iron Man Jack Brooks! What an emphatic victory, guys. No contest. As always, Cole, you're more polite than I am, so I'll just say what we're all thinking. This was as one-sided as it gets. Genug mit dem Geschmuse. Du hättest mal unser Publikum damals bei WCW sehen sollen und da waren die Tickets gratis, Kopf hoch. Ja, das stimmt. Also früher kam ja im Fernsehen immer erst... Den einen Tag kam immer WWF und dann, glaube ich, einen Tag später oder sowas kam WCW auf RTL 2 oder sowas. Oder Sport 1 bzw. DSF. Ne? WCW hat mir auch von der Stimmung, von dort, wie das dort aussah, ne? So dieses dunkle, langweilige, die hatten ja nicht so einen schönen hellen Ring und Belichtung und sowas. Ne? Die haben ja wirklich da an allem gespart. Ne? Das hat mir auch irgendwie von der Stimmung her nicht so gefallen. Die Wrestler waren zwar top, aber... Von der Aufmachung her kam WCW natürlich nicht ansatzweise an dieses Showgemache von der WWF ran. Die dissen sich auch dauernd, hä? Hey, ich wollte dir doch nur helfen. Schläge unter der Gürtellinie sind da echt nicht angebracht. Du hast da keine Hintergedanken, ja, ja. Tu ich nicht. Wupp, wupp. Ein Nicht-Titelmatch. It's the man who might transform WWE forever, The Lock. Ja, jetzt rennt er mit seinem Standard-Outfit rum, was du am Anfang hast. The following contest is scheduled for one fall, making his way to the ring. Das kannst du dir noch nicht aussuchen. Wir haben ja gerade mit Shawn Michaels geredet, dass ich mein normales Outfit wieder tragen darf. Demnächst. Intercontinental Champion. Das kriegst du halt vorgegeben, storymäßig. Time match on tap. When the competition level is this high, you can bet it will be memorable. The Lock has been handed the keys to WWE. Is he ready to drive? Das Feuerwerk ist nicht drin. Hab's irgendwie nicht gespeichert.
Lederhosen, das ist ja was geht gar nicht. Da schwitzt ja der Eierwuschel. Jetzt hat er oben und gar keine Klamotten. Achso, ja, stimmt, das sind ja nicht meine Klamotten, die ich ausgesucht habe. Do I sense sarcasm coming from you, Saxton? Maybe. And his opponent, representing Dirty Dogs, from Hollywood, Florida, weighing in at 218 pounds, Dolph Ziggler! You know, Dolph Ziggler has twice been the sole survivor at Survivor Series. Well, sometimes you forget just how much Dolph Ziggler has really accomplished in WWE. But this is a superstar who has stood the test of time. Dolph Ziggler seems intent on flexing his veteran experience on the new Intercontinental Champion, and he's certainly not wasting any time. Saxton's usually the gossip girl of this group, but I heard backstage rumblings that Dolph actually made a play at mentoring the rookie. Seems to me like Dolph's the one that could use the mentoring. The lock's already an Intercontinental Champion. Clothesline. Good grief. Vicious right forearm. Oh, the physicality on display there. Unbelievable. Oh, what a nasty knee lift. Running leg drop. Are you serious? What is the Miz doing here? Oh, he probably noticed it's been an hour since he saw his face on the TV screen. Answer after answer for each other's offense here. Big time clothesline. Good grief. Ziggler may be in trouble here. Letting his opponent know he can take on the world right now. The power, the strength, and now just pressing. That is something else. Rough landing. And Ziggler is falling behind here. Dolph's having trouble assessing the situation. Das ist ja kein Titel Match, ja. Right into the corner. He turns it around. Big time clothesline. Good grief. Oh! Nee. And the ref stops the count. Road break. Ziggler sending his opponent a clear signal that he doesn't think they can hang. Backbreaker. Das wird abgelenkt. Das sind doch. Nee. Right to the storyline. From behind. What a counter. Punch land. Viel gebracht, das Abgelenke, ne? Yes, what a win! I like seeing this alliance pay off. I was impressed by them on their own, but this win together is even more impressive. Also was mir eigentlich als Kritikpunkt hier auch auffällt, das ist dieses alte Problem, dass der Ring einfach zu klein ist, ne? Deswegen glitscht man auch immer ein bisschen hin und her. Wieder bei Raw. Komm, SummerSlam. It's a superstar who's a lock to be on top of WWE for years to come. Fehlt Feuerwerk und Lichteffekte, alles. Das muss alles noch einspielen. It's your friendly neighborhood superstar, Gabriel Slay. And his partner from Columbus, Ohio. Weighing in at 220 pounds. Gabriel Slade! Gabriel Slade knows what it takes to win in WWE. Can he put it all together tonight? We're about... Tag Team Match ist schon wirklich ein Knuffliger.
Things are never as they seem with Dolph Ziggler, are they? The Intercontinental Champion is learning that the hard way as he takes on Dolph for the second time in as many weeks. No doubt the Rock and Gable and Slade will have their hands full against the always unpredictable Dolph and his Hollywood co-star, Miz, in this tag team throwdown. Well, hopefully this sequel is better than Marine 2 through 6. Oh, what a drop kick on the mark. He steers clear of contact. DDT by the show off. Das gibt's aber in die Fresse. First a knife edge chop and now continuing the attack on the knee. Straight to the knee. The lock put a stop to that. Big time clothesline. Good grief. He's taking some good hits. Set him up. Russian leg sweep. Yeah, that's good. Vicious right forearm. Hingekontert. Da will ich mich an. Will ich mich wechseln. Escape just in time. Backbreaker. Body leg drop. Tag. Ui. Driven down. And Ziggler getting rocked there with one heck of an offensive statement at this point in the match. This is what the purpose of a tag team is. Don't be afraid to use the resources and help your partner offers. Am I being diplomatic enough, Cole? Answering back! Just like that, Dolph dodges away. Man in. Oh yeah, here we go. Blasted by a forearm. Boom! Double axe handle. Yeah, LB, was ist ein LB? Linker Button. The jump. The Miz at the complete mercy of his opponent. Miz needs to rely on his resourcefulness. Looking at the arm for a Fujiwara armbar. Ah, oh, Fujiwara armbar applied. Sieht aber so ganz angezogen. Oh, big boot. Vicious right forearm. What a knockout punch. Oh, man. He's feeling the effects of that last hit. Off their face, right across that top row. Makes him pay with a counter. Punch right in the head. Overhand right lands. Oh. Gabriel has got the target acquired. Slade out with the Slade runner. Gabriel could have this one. Kriegt man nochmal hin, wa? Part one. Und Pin. Gonna be looking for the trifecta. There's two. Das hat zu spät gekriegt. You're holding on. There it is. Hey. The Camaro puts it. It's complete. Oh. Overhand connects. What a back elbow. Oh, ouch. Dolph shaky. The end of the track for him could be near. Fit.
into the ring. The Miz letting him know who the dicke Bälle is here. Hat irgendwas auf dem Spiel gekauft, ha? Scheiße! Scheiße! Komm, wechseln! Minigame! Das haben sie viel besser gemacht als zuvor. Laut auf Finn und Ron, nee, wir wechseln erstmal. Tag made! Tag made! Geil! Scan wird unten. Falle rein! Kein Manöver, oder was? Hey, wir sind den Zerpott noch hin. Mein Gott, ich will mal den Finn so machen. The upper hand now belongs to the lock. The lock's showing that edge, that ruthlessness. Backbreaker. Hey. Vicious right forearm. Backbreaker. And more attacks to his core could hinder his offense. An dem Finn rumgemerkt. Eigentlich was ganz anderes. Perhaps looking for some kind of equalizer here. Man könnte jetzt nicht. Ja. Oh, clothesline. Guys, they're getting way too close for comfort here. Yeah, I've seen this before. Das ist mein Partner. Wenn wir jetzt geladen, was sind wir für Typen, die so nicht kann man eigentlich schon wieder aufnehmen. Dolph gets out of there. Clothesline delivered. He's going for the pin. This could be. I thought for sure that was it. And there's the tag, the Miz into the ring. Big time clothesline. Good grief. Oh, that hurt right to the kidney. Golly. Flying back suplex high on the back of the neck. Any more hits in that area could leave him dizzy. Stopped him in their tracks with a kick to the gut. Some room to regroup fast. Clothesline. Boom. And Miz now finding himself on the wrong side of momentum. You gotta wonder, what does this do to Miz's confidence? Reaches his partner for the tag. Big forearm. Incoming. Immer alles am
Das ist der Trigger immer nur für eine Sekunde. Jetzt ja. Farbfutter. Sind wir am Seil, oder? X. Jetzt mal Center. Zerreißen. Hey, wir ziehen da nicht, wir ziehen. Ah, there's the backbreaker. Neckbreaker. Mein Gott, ich musste mal selber was hier machen. Scores the reversal on Miz. Miz in a very vulnerable position here. Oder viel zu nah. Viel zu nah am Gegner. Geht's immer zu nah am Gegner. Oh, look at this. From the ground up. Superhuman. This could be it. Cover for the win. Gonna take a different approach here, I guess. I don't know why. Electro. Oh, der Schiedsrichter ist alles genug. Geht er mal raus? Könntest du jetzt oder irgendwie Müll rausholen? Naja. Oh man! Oh no! Now possibly setting up for a submission maneuver. There it is! I think the timeout. Good. And that's it. Scores the win for the team. Here are your winners: Iron Man, Jack Brooks, and Gabriel Slade. An emphatic victory for your winners. An impressive effort from this duo. Really putting the sports in sports entertainment. This is a duo that really practiced their teamwork. Das ist schon cool. Also du kannst du noch deine eigene Veranstaltung erstellen und sowas. Und hier hast du schon richtig viele Möglichkeiten. Ich habe es mir jetzt auch geholt, weil es im Angebot war. Für 20 Euro. Ich denke mal, 20 Euro, also vorher hat es, glaube ich, 60 gekostet, ne, und jetzt auf 20 Euro runter, Wintersale und sowas. Also da kann man sich das ruhig mal gönnen, wenn man Wrestling-Fan ist, ne. Also mir macht Spaß. Also ich finde, ist auf jeden Fall weitaus besser als, ja, also die 20er und 21er habe ich ja rausgelassen. Ich glaube, 22 haben sie gar nicht gebracht. Und jetzt die 23er von WWE 2K ist auf jeden Fall, ja, macht Spaß, ne. Du kannst sehr viele Sachen hier an deinem eigenen Superstar verändern. Einzugsmusik und ja gut, das konnte man alles schon im Vorfeld, also in den letzten Teilen konnte man das auch schon. Aber ja, das ist alles nochmal eine Stufe besser geworden. Ne? Also die Bewegung im Ring, ich denke mal, das ist mir noch ein bisschen zu arkadisch. Ne? Also ich glaube, man will es ja natürlich auch ein bisschen maßstabgerecht machen, aber ich glaube, gerade für die Aktion hier wäre es vielleicht besser, die Animation zu verfeinern und vielleicht auch den Ring ein bisschen größer zu machen. Ja? Also in der Realität sind die Ringe halt nicht sonderlich groß. Das sieht im Fernsehen halt immer größer aus, als es eigentlich ist. Aber hier können sie mal so wirklich größer machen, weil du halt wirklich sehr oft an den Ringseilen hängen bleibst. Und das sieht dann natürlich auch nicht mehr so prall aus. Ne? Ansonsten, also bis auf die Animation, die teilweise, ja, wenn du hier eine Aktion triggerst, sieht das ja cool aus, ne? Auch mit den verschiedenen Kameraeinstellungen und sowas, das macht schon alles Sinn. Aber halt, wenn du ganz normal hier schlägst oder sowas, da geht mal ein Schlag daneben, da glitschen die ein bisschen durch die Gegend. Ich denke mal, daran müssen die hier noch arbeiten, aber das ist auch schon ein Problem. Das gibt es schon in den letzten Teilen, war das auch immer so.
Aber alles in allem ist das auf jeden Fall eine Verbesserung. Und ja, das macht auf jeden Fall, es macht Spaß. In der Zeit kostet 20 Euro. Naja, ich denke mal, da kann man jetzt nicht viel verkehrt machen. 60 Euro war es mir nicht wert. Aber für 20 Euro, denke ich, kann man es sich gönnen. Wenn man Wrestling-Fan ist sowieso. Ne? Ja, und jetzt sage ich mal danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal.